Haben wir noch eine Raumstation oder irgendwie sowas? Da ist eine Raumstation. Da fliegen wir mal hin. 2 Stunden. Alter, das sind wirklich echte 2 Stunden. Ne? Das ist Turok 2, aber in der Uncut-Version. Ja, und dann da gab es damals diesen Turok-Multiplayer-Modus. Dieses Spiel, was nur Multiplayer war. Das war so geil mit Bots und so. Was hat das verdoppelt an sich? Verdoppelt? Verdoppelt? Okay. So, dann fliegen wir mal dahin. Wir fliegen natürlich keine Stunde dahin jetzt, sondern wir geben Gummi. Hui! Rechts sieht aus wie die Erde, aber ist es nicht. Auch wenn es ein bisschen danach aussieht. So, Prost zusammen. Turok und Eternal Darkness auf dem Gamecube. Eternal Darkness habe ich hier. Mega. Mega. Ich werde übrigens auch mit der Elgato werde ich wahrscheinlich auch, weil ich habe mir den NES Mini habe ich mir vorbestellt, den Classic. Den werde ich wahrscheinlich auch livestreamen. Mal gucken, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weil es hat ja einen HDMI-Anschluss. So geil. Ich würde sagen, da können wir als nächstes mal hinfliegen zu den Yotomiyotsu Sue. Das machen wir mal als nächstes. Oder vielleicht den hier? Na, mal gucken. Hui. Verdoppelte Taler. Ja, du kannst verdoppeln, verdreifachen oder natürlich auch verlieren, die Taler, ne? Die du setzt. Hui. Und da ist schon ein anderes Schiff, da können wir direkt mal handeln. Schauen wir mal. Das Schiff ist bestimmt schweineteuer, was der hat. Hundertprozentig, da wette ich mit. So. Ich hoffe, der hebt jetzt nicht ab. Warte auf mich. Hallo? Hallo? Ich kann den nicht anwählen. Warum? Hä? Warum kann ich... Ich konnte doch gerade... Ich... Alter, erstmal am Triebwerk die Haare föhnen. So. Hallo mein Freund. Aha, aktuelles besondere Beziehung. Eindringling. Warum das denn? Der Krieger gibt ein zustimmendes Bellen von sich, um zu zeigen, dass er mit mir handeln will. Er bietet mir seine Fracht für eine Besichtigung vor. Was will er denn für sein Raumschiff haben? Goldeneye auf dem N64. Boah, mega. Und Perfect Dark. 19 Plätze. Kostet 482.000. Und das Schiff sieht gar nicht mehr so schlecht aus, aber die Kohle haben wir nicht. So, wie sieht's aus? Warte, mein Freund, ich möchte gerne noch mit dir handeln. Ich würde gerne ein bisschen was verkaufen. So, verkaufen. Goldeneye mit einer der besten Games, gerade der Multi. Ja, definitiv. So, ein bisschen Eisen, würde ich sagen, verkaufen wir. Kupfer, Omegon. Wo ist denn das Zeug, was wir da gefunden hatten? Ah, hier. Aber ich glaube, das können wir eigentlich auch mal verkaufen. Ich verkaufe das jetzt alles mal. Ist mir egal. So. Iridium. Ja, aber nicht alles. Ich möchte Iridium noch ein bisschen behalten. Machen wir mal so 200 vielleicht oder so. Oder 250. So. Plutonium brauchen wir selber. Das war noch Zeiten. Hast du noch alte Konsolen, Sascha? Ich habe noch einen N64 und Gamecube hier. Den Gamecube, den habe ich... Moment. Alter, 28 Leute, seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Den Gamecube habe ich damals vom HSV-Fan zugeschickt bekommen. Da habe ich auch noch intensiv Eternal Darkness angespielt gehabt. Ich wollte das ja auch mal streamen, aber das Problem ist, ich schaffe das, ich kriege das so nicht in den Stream gecaptured, weil ich muss mir da so einen HDMI-Anschluss für den Gamecube holen. Moment.
So, hat der irgendwas, was wir brauchen? Guck mal, hier ist ein Dolch. Jetzt haben wir eine zeremonielle Waffe, ein zentrales Element der Tradition und Kult der Vykin. Okay. So. Guck mal, was für Mörderschiffe die haben. Ich habe übrigens mein Code auch noch nicht eingelöst. Mein Code. Ja, mein Vorbesteller, weil ich löse generell so Vorbesteller-Sachen sowieso nicht direkt beim Release-Tag ein, weil ich immer weiß, es gibt immer so viele Probleme. Und bei dem Spiel ist es ja auch so. The Ocarina of Time habe ich nie gespielt. Zelda war ich nie so der Freund von. So, 19 Plätze, kostet 511.000. Haben wir nicht, können wir uns nicht leisten. Gut, also das heißt, wir dürfen erstmal. Oh, guck mal, der Anzug fast leer. Wieso haben wir denn Nickel nicht verkauft und solche Sachen? Ich schau mal eben. Ich werde nochmal eben was verkaufen bei dem Typen hier. So, verkaufen. Nickel möchte ich gerne loswerden. Titanium möchte ich auch gerne loswerden. Kohlenstoff möchte ich auch gerne loswerden. So, Iridium, lassen wir mal. Warum ist denn da so ein gelbes Sternchen? Ach, guck mal an. Plus 96,7% Galaxiedurchschnitt. Ach, ist ja krass. Hier steht sogar, wie viel prozentual das hier in der Galaxie existiert wahrscheinlich oder wie viel das gibt. Oh, das ist ja geil. Das Raumschiff ist besser, als dass du ein Raumschiff bekommst. Was? Das Raumschiff ist aber besser, dass du ein Raumschiff bekommst als Vorbestellerbonus. Das Raumschiff als Vorbestellerbonus ist ja sowieso besser. Das hat ja sowieso schon mehr Inventarplätze und hat auch schon den Hyperantrieb. Aber das habe ich ja hier schon alles eingebaut in den kleinen Dingen. Krass, ich habe gehört, dass es Leute geben soll, die das nicht gespielt haben, aber dass ich mal jemanden kennenlerne, hätte ich nicht gedacht. Ja, Akurin, ich bin kein großer Zelda-Fan, muss ich sagen. War ich noch nie, ne? Hi, ATB, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Sorry, Autokorrektur. Kein Ding. Kein Problem. So, schauen wir mal im Inventar. Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz, ne? Kann ich das bewegen und stapeln? So, ich bewege das mal dahin. Kann ich das auch bewegen? Nee. Multifunktionswerkzeug. Ich würde gerne unserem. Nee, warte mal. Wir machen das jetzt mal mit dem Atlas. Kann ich loslegen? Ja, kann ich. Prost zusammen. Das ist so mega. Dein Schicksal liegt im Jenseits. Öffne die Galaxiekarte. Machen wir mal. Alter. Freie. Und wo? Ach da, Atlas Schnittstelle. Kann ich da. Komme ich da irgendwie hin? Da ist der Wegpunkt, ne? Unentdeckt. Atlas Schnittstelle. Fliegen wir mal dahin. Mal gucken, was passiert. Alter, 36 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig! Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Ja, ich habe schon 1981 angefangen zu zocken. Da war ich noch niemals da. Wenn du ein Upgrade passend zueinander einbaust, werden sie effektiver. Ach so, okay. Aber wie gesagt, ich. Keine Ahnung. Ich guck mir. Wie gesagt, ich nehme mir echt Zeit für das Spiel auch und ganz in Ruhe und. What the fuck? Wo sind wir denn jetzt? Vorhut, dreimal gewarpt. Aha, Reisemeilenstein. What the fuck? Wir sind an der Atlas-Schnittstelle. Warte mal, was steht da? Analysieren, reparieren, Objekt analysieren, Entdeckung hochladen.
verlassenes Gebäude entdeckt. Okay, warte mal, kann ich nochmal abbremsen hier? Ich würde gerne mal... Was? Was war das denn gerade? Okay. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Will ich da rein? Ich habe keine Ahnung, was uns jetzt erwartet, bin ich ganz ehrlich. Dann schreibt doch einfach ohne T9 oder ohne Autokorrektur. Geht doch auch. PS Vitamin. Voll geil. Die habe ich auch zu Hause, die PS Vitamin. Selten habe ich gerade das Wort der Korvax entdeckt. Oh, wie geil das ist. Was ist das denn? Stehen da Leute? Sieht aus, ob da Leute stehen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir hier sind, was wir hier tun sollen und ob ich hier überhaupt über langlaufen kann. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich gehe mal hier die ominöse Treppe runter. Ich bin erleuchtet. Was? Warnung habe ich gerade gelernt. Ohne Spaß, ganz ehrlich. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich sehe den Chat ja trotzdem. Ich hatte vorhin gefragt, aber ich mache das jetzt einfach mal. Hat ja keiner irgendwie gesagt, nee oder ja. Deswegen entscheide ich das jetzt einfach und fertig. Aber ich sehe den Chat ja trotzdem. So. In your Facebook. Hallöchen, willkommen zur Let's Play Live Show. So, so finde ich das irgendwie viel, viel geiler. Aber wie gesagt, ich sehe den Chat ja trotzdem. Ich finde das irgendwie von der Atmosphäre her... Wisst ihr, woran mich das gerade sehr erinnert? An Event Horizon. Kennt einer von euch den Film? Also den Film Event Horizon, da war das auch so ein Mega-Dingen, so ein Kern. Boah, das war so... Da... Ich finde, im Vollbildmodus kommt das nochmal irgendwie doppelt so geil rüber. Ach, hier steht niemand. Was ist denn das? Artefakt. Aha. Artefakt. Eine Warpzelle. Und noch eine Warpzelle. Ich werde bekloppt. Damit wir auch hier wegkommen. Okay. Kennt keiner anscheinend. Aha, Atlas-Schnittstelle. Ah, wie geil das einfach aussieht. Das ist ja der Wahnsinn. Fahr ich nicht? Es ist fremdartig. Anderes als alles, das ich bisher gesehen habe. Ich sollte Angst haben. Aber eine unerbittliche Kraft zieht mich zum Herzen des Konstrukts. Ich muss es wissen. Das ist ein Relikt des Atlas. Es heißt mich willkommen. Es weiß, was ich bin. Es verspricht mir wahre Erkenntnis. Der Wille brennt in mir. Ich werde in die Struktur der Kausalität blicken und diese Existenz verstehen, ob sie echt ist oder nur ein riesiges, unberechenbares Scheinbild, das von anderen Intelligenzen erschaffen wurde. Annehmen, mindestens Meilenstein Pfadfinder. Na, ich lehne ab. Das ist, Was? Kaputt? Wie kaputt? Was? Ja, das ist kaputt gemacht. Nee, war ich nicht. So. Ich akzeptiere. Der Himmel ist riesig und voller Wunder. Der Weg zur Erleuchtung... Atlasstein haben wir jetzt gerade bekommen. Was? Oh, weiße rote Kugel. Was mache ich mit einem Atlasstein? Ich habe keine Ahnung. Ich, Kann ich da in die Türen da hinten rein? Komme ich da irgendwie hin? Ich traue mich hier gar nicht neben der Spur zu laufen. Sieht doch ein bisschen aus wie bei... Sieht ein bisschen aus wie bei Tron, ne? Muss man sagen. Ist schon irgendwie geil. Das ist schon... Alleine dieses...
dieses nicht zu wissen, was einem erwartet bei dem Spiel. Und ich laufe jetzt mal einfach mal hier neben der Spur. Da kommt wahrscheinlich gleich, so wie bei Wally, so ein Putzroboter, der anfängt zu wischen. Huch. Komme ich da hinten hin? Ich probiere es einfach mal. Sei mir nicht böse, rote Kugel. Ich würde gerne... oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das mit der Tür hat sie, glaube ich, mal eben erledigt. Ich glaube, man kommt da auch nicht hin. Aber man kann es ja mal probieren, ne? Ein Atlas bauen. Ja! Gute Idee. Ich fühle mich so winzig. Ich glaube zwar nicht, dass man irgendwie in die Türen kommt. Aber probieren geht über studieren, ne? Ach, man kann da auch gar nicht hin... Man kann da auch gar nicht hinspringen. Also, da ist so eine Alpha-Wand. Und dann ist auch Ende. Und... Ach du heiliger Strohsack. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Man kann auch einen Bus bauen. Freddy, komm, Bus bauen. Ich gehe mal rauchen. Ja, ich glaube, wir machen jetzt hier an der Stelle, glaube ich, weil hier kann mir ja nichts passieren. Ich glaube, an der Stelle machen wir jetzt auch eine klitzekleine Pipi-Augenpause, Pupu-Pause, Schipsel-Pause, Trinkel-Pause, Raucherpause, wie auch immer. Und, ja, ich würde sagen, dann spielen wir gleich spannend weiter No Man's Sky. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann noch dran bleibt und wir erforschen dann weiter das Weltall. Ja, mit unserer neuen Atlaskugel. Ich bin gespannt, wofür die ist. Also, bis gleich. Es bleibt spannend.
So. So, da bin ich wieder. Willkommen zurück zur Let's Play Live Show. So, Alter, 25 Zuschauer, ihr seid doch wahnsinnig. Vielen lieben Dank, Dankeschön, dass so viele da sind und zusehen. So, dann gucken wir mal, was können wir denn mit dieser ominösen Kugel machen? Wo haben wir die denn jetzt? Hier, Atlasstein. Eine sehr wertvolle Rarität. Eine kugelförmiges Juwel, dessen Inneres rot pulsiert. Ein sehr seltener Gegenstand, der häufig mit den uralten Monolithen in Verbindung gebracht wird. Bringt 68.750 Units. So. Dann gucken wir mal. Steigen wir wieder ins Schiff ein. Fliegen wir erstmal raus. Oh mein Gott! Und schau mal auf die Sternenkarte. Okay. Da oben ist ein Wegpunkt. Atlas-Schnittstelle. Was haben wir? Freier Modus. Weg ins Herz der Galaxie haben wir hier. Freier Flugmodus und zum Wegpunkt. Das wäre dann jetzt hier. Das ist zu weit zum Springen. Können wir denn unseren Antrieb aufpushen? Wir schauen mal. Können wir den aufladen? Wir haben. Oh ja, wir haben zwei Wartzellen ja gekriegt. Ist jetzt voll auf 100%. Reicht das jetzt? Wir schauen mal. Das ist bestimmt zu weit weg, ne, oder? Ah, zu weit weg. Das heißt, wir müssen erstmal nach hier reisen. Da gibt es drei Planeten und einen Mond. Entdeckungsstatus unbekannt. Ich würde sagen, da reisen wir mal hin. Da reisen wir mal hin. Yeah, ich fliege mit meinem Raumschiff. Da wohne ich zu weit weg, da brauche ich ja keine Angst, um mein Leben zu haben. So. La 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 la. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist das denn? Weltraumanomalie? Alter. Kaufenterdi. Kaufenterdi. Terdi kenne ich, ja. Boah, wie krass. Ich glaube, zur Weltraumanomalie, Mupsei. Amla, Amal. Ich glaube, da reisen wir mal hin. Na. Zur Weltraumanomalie. Mal gucken, was es ist. Bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Flixi war mal beim Haribo in Bonn. Mann, war da Stau. Ja, das stimmt. Huch. Völlig losgelöst von der Alter, was ist das denn? Also ganz ehrlich, was man hier alles entdecken kann, ne? Wenn man denkt, so kommen hier die Planeten so ein bisschen und tralala, Alter. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade total sprachlos. Was? Wie geil das einfach aussieht auch. Wer ist denn das?
Das Haribo-Dingen ist weggenommen worden auf YouTube. Da gibt es einen gewissen Grund. Mit der Lebensform interagieren. Alter, was? Guck mal, der Kleine da, guck mal. Kann ich die scannen? Alter, wie geil. Ne, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier noch so unterschiedliche. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Hallo. Wer ist er denn hier? Der sieht aus wie einer von Warframe. Priester. Entität. Nada. Seltene inguisastische Form, Vergnügen, Nada. Ansatte der Korvax, Unterstützung angeboten, Weg zum Herzen der Galaxie, zur Orientierung mit Atlas verbinden, Ressourcen für Reise, ja, nein. Als ich mich dem elektronischen Wesen nähere, erwacht es zum Leben. Aus seinen dunklen Maske kommen Scannerstrahlen hervor, die mich umhüllen. Ein nerventötendes, zischendes Geräusch ertönt und dann spricht es zu meinem Erstaunen meine Sprache. Es lässt mir die Wahl. Es kann mir zeigen, wie ich schwarze Löcher nutze, um zu einer Reise zum Zentrum der Galaxie aufzubrechen. Es kann mir einen Weg zu einer Atlas-Schnittstelle erleuchten, sodass ich einen Weg folgen kann. Oder es hilft mir bei meiner eigenen Erkundung. Ressourcen zur besseren Erkundung, eine Abkürzung zum Zentrum finden, den Weg des Atlas fortsetzen. Oh Gott, ich bin überfragt. Ich bin überfragt. Ich weiß gar nicht. Boah, das ist schwierig. Also ich will ja nicht jetzt schon direkt zum Zentrum reisen und Abkürzung und tralala, sondern ich meine, das ist ja das Ziel des Spiels. Aber nicht jetzt schon, ich will ja weiter erkunden und Ressourcen zur besseren Erkundung finde ich auch ganz spannend. Und Weg des Atlas fortsetzen. Die Frage ist, was kriegen wir dann da? Das ist John Cena, ja. Ich glaube auch. Ich mach mal die Ressourcen. Mal gucken. Grün, du erhältst ein Geschenk von Nada, mit dem du die Galaxie erforschen kannst. Ausdauersteigerung Theta. Erhöht die Fähigkeit des Nutzers über längere Zeiträume zu rennen. Kann mit anderen Ausdauer- und Upgrades verwendet werden. Funktioniert automatisch. Kann ich nochmal mit dem quatschen? Anscheinend nicht. Okay. Wer ist er hier? Der ist ja knuffig. Huch. Spezialist Polo. Polo ist ein Auto. Freunde findet man überall. Man muss nur wissen, wo man nach ihnen suchen muss. Freunde in allen Formen, in allen Größen und in allen Umgebungen. Die kleine Entität, ein Gag, wirkt erfreut. Er wischt seinen mit Öl beschmutzten Händen an einem Abzug ab, während er mit mir spricht, scheint eine Art Ingenieur zu sein. Überraschenderweise spricht er meine Sprache. Andere Lebensformen haben mich mit einer amüsanten Gleichgültigkeit behandelt, doch für Polo bin ich gleichwertig. Er interessiert sich für meine Reisen, welche fühlenden Spezies ich getroffen habe und ob ich auf Lebensformen gestoßen bin, die er nicht kennt. Er hofft, dass ich meine Erfahrung mit ihm teile. Speziendaten übertragen. Natürlich. Polo ist in die Daten. Was ist in die Daten vertieft? Beim Wesen ja schon gerummelt an der neuen. Oh, wir haben einen Atlaspass. Nee, müssen wir noch bauen. Zugangskarte. Ein Sicherheits- und Genehmigungspass, der bestimmte Reisende von vielen wichtigen Spezies der Galaxie erhalten. Während Zugang zu beschränkten Bereichen und Außenpostensystemen mit niedrigen Sicherheitsstufe. Geil. Brauchen wir Eisen für? Müssen wir zusehen, dass wir Eisen kriegen. Okay, wir könnten nochmal mit dem reden. Was ist das denn hier eigentlich? Hat 8 Plätze. Kostet 47.000. Wir haben 48. Hat Blitzwerfer. Querschläger. Vergleichen.
Kann ich das irgendwie übertragen? Well done, Flexi! Crank, my friend, welcome back. Kann ich das irgendwie übertragen hier? Sind zwei Plätze mehr. Survival! Na, ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt extra schon eine neue Waffe holen will, weil ich will eigentlich mehr so unser Schiff ausbauen auch. Aber Waffe ist auch, wäre auch ganz geil. Ach komm, scheiß drauf.